Und dazu gibt es einen Foliensatz, der in dem ich dann alles das, was wir letztes Semester an vielen, vielen Vorlesungen behandelt haben, gehe ich heute in einer einzigen Vorlesung durch. Also Verbunde, Aggregation, Unterabfragen, das Ganze, das volle Programm. Es gibt dazu einmal wieder ein neues Datenmodell. Und in einem ersten Schritt, das ist auch, steht auch zur Verfügung. Also wenn Sie das jetzt nachvollziehen wollen, was ich jetzt hier zeige, Alter Session, ja, das Schema heißt einfach U-Stud. Ist es dann auch in einer Datenbank verfügbar. Sie sehen auf dieser Folie wieder die zwei Darstellungsformen, die Strukturdarstellungsform und die tabellarische Darstellungsform dieses Datenmodells. Ja. Und hier ist im Grunde genommen das komplette Datenmodell steht dann hier zur Verfügung. Und wir schauen uns jetzt mal an, was sich das so dahinter verbirgt. Tatsächlich ist es so, dass auch mal so ein bisschen als Abwechslung, wir mal jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so ein ideales Datenmodell, sondern das hat auch so gewisse Tücken und ist jetzt vielleicht auch nicht das Optimale. Vielleicht würde man auch gewisse Dinge anders machen. Das ist aber für SQL ist dem SQL ist das egal, ob das Datenmodell gut ist oder nicht. Es kann in jedem Falle ja immer die Operationen durchführen. Also fangen wir mal an hier mit der Strukturdarstellung. Also wir haben natürlich das Konzept Student abgebildet. Das ist hier in der Tabelle ja kein Problem nachzuvollziehen, was sich dahinter jetzt verbirgt. Wir haben das Konzept einer Lehrveranstaltung. Sie sehen, hier unten ist die Lehrveranstaltung, ja, Datenmodellierung, Datenbanktechnologie und DB-Anwendungssystem. Das sind drei Veranstaltungen hier. Das ist die Lehrveranstaltung hier. Und wenn Sie Veranstaltungen belegen und da zum Beispiel Noten dann erbringen, also Prüfungsleistungen erbringen, dann ist es natürlich eine End-to-End-Beziehung zwischen den Studierenden und der Veranstaltung, den Veranstaltungen. Ja? Ein Student kann beliebige Veranstaltungen belegen und eine Veranstaltung kann beliebig viele Studentinnen haben. Ja? Also es ist alles möglich und das wird dann durch eine Zwischentabelle realisiert, diese Bewertungstabelle. Ja, da ist der haben wir zusammengesetzten Primärschlüssel, die Matrikelnummer verweist auf den Studierenden und die Veranstaltungsnummer verweist auf die Veranstaltung. Ja. Das ist hier mal so typisch. Sie sehen hier, das hier ist Svensson in Datenmodellierung, hat eine 1,0 gemacht. Damit haben wir das hier. Schauen wir uns die Einschreibung an. Das ist jetzt so, also würde ich jetzt sagen, ist nicht so eine optimale Modellierung. Ja, was man jetzt hier gemacht hat, man hat hier eine 1-zu-1-Beziehung gebaut. Warum ist es eine 1-zu-1-Beziehung? Sie sehen hier, von der Einschreibung geht ein Fremdschlüssel auf die Tabelle Student und dieser Fremdschlüssel hier, also FK, ist gleichzeitig auch Primärschlüssel dieser Tabelle. Das heißt, wir haben eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Student und Einschreibung. Also eigentlich ist das jetzt hier nicht, also wenn jetzt hier mehrere Studenten aus dem Studiengang WI wären, ja, dann würde hier WI durchaus redundant aufgeführt werden. Ja. Also Sie sehen im Grunde genommen, ist die Einschreibungsinformation und die Studenteninformation auf zwei Tabellen verteilt worden. Das hätte man genauso gut auf eine Tabelle verteilen können. Ja. Aber hier ist es jetzt so gemacht. Das ermöglicht uns noch ein paar Beispiele, interessantere Beispiele jetzt hier bei den Outer Joins. Und last but not least, wir haben eine rekursive Beziehung. Also wir sehen, dass sozusagen eine Veranstaltung auf eine Veranstaltung als Voraussetzung verweist. Ja, das ist sicherlich nicht korrekt, das Modell, weil eine Veranstaltung durchaus mehrere Veranstaltungen als Voraussetzung haben könnte. Aber in diesem Modell kann jede Veranstaltung, zum Beispiel die Datenbanktechnologien, hat die 99001, das ist also hier die Datenmodellierung als Voraussetzung. Ja. Aber die Datenbanktechnologie hätte zum Beispiel auch Programmieren 1 als Voraussetzung und Programmieren 2, also angewandte Programmierung und Grundlagen der Programmierung. Hätte die auch als Voraussetzung. Das könnte man jetzt hier gar nicht unterbringen. Ja? Aber ist egal, das Modell ist da jetzt nicht hundertprozentig. Aber wir haben jetzt hier auch eine rekursive Beziehung drin, mit der wir arbeiten können. Ja? Also wir sehen, dass jede Veranstaltung hat eine Voraussetzung, aber dieselbe Veranstaltung könnte durchaus Voraussetzung sein für mehrere andere Lehrveranstaltungen.
Das ist also jetzt erstmal so zum Verständnis des Modells. Haben Sie Fragen zu dem Modell? Ist da noch was nicht verstanden? Dann sprechen Sie jetzt. Okay, das scheint jetzt erstmal soweit verstanden worden zu sein. Und jetzt fangen wir einfach an, Queries uns anzuschauen. Und wir starten mit dem Inner Join. Und Sie erinnern sich dunkel wahrscheinlich noch, dass bei dem Inner Join nur die Datensätze im Ergebnis erscheinen, die auch verbunden sind. Und ich habe hier einfach mal die beiden Tabellen hier, Student und Ausschreibung, hier nochmal wiederholt. Und Sie sehen jetzt, dass dieser Hansen-Datensatz, der ist mit keiner Einschreibung verbunden. Der ist einfach jetzt nur so in der Tabelle Student. Und wenn man jetzt, man nimmt die Tabelle Student und man macht ein Inner Join, ja, Sie erinnern sich. Also ich habe dann natürlich, schreibe dann sozusagen später immer nur Join hin, ja. Aber in diesem Fall ist natürlich der Inner Join gemeint. Also wenn ich die Tabelle, also Inner Join und Join ist das Gleiche, drückt das Gleiche aus. Wenn ich also die Tabelle Student mit der Tabelle Einschreibung verbinde, und zwar über die Matrikelnummer, also über diese Spaltenmatrikelnummer jeweils, dann gibt es die 50104 in dieser zweiten Tabelle nicht und deswegen erscheint dieser Hansen-Datensatz nicht im Ergebnis. Bei den anderen Datensätzen erscheinen natürlich die Kombinationen im Ergebnis. Da es sich hier um eine 1-zu-1-Beziehung handelt, gibt es hier auch keine Duplikation, wie wir sie sonst durchaus immer haben bei 1-zu-n-Beziehungen. Hier ist einfach nur jeder Datensatz dann entsprechend mit seiner Einschreibe, jeder Studentendatensatz mit seiner Einschreibeinformation verbunden. Wenn wir dagegen jetzt ein Left Outer Join durchführen, ja, da ist es so, alle Zeilen der linken Tabelle erscheinen im Ergebnis. Das ist also jetzt hier die Tabelle, die auf der linken Seite ist, ja. Und Nullwerte haben wir in Spalten der rechten Tabelle, die sozusagen, bei denen es keine Datensätze gibt, bei denen die Datensätze keine Verbindung haben. Also wenn wir jetzt sagen Student und statt Inner Join sagen wir Left Outer Join oder man kann auch einfach Left Join sagen, ja. Einschreibung, also ist genau wie vorher, nur hier steht jetzt statt Inner Join Left Outer Join, selbe Verbundbedingung, dann erscheint der Hansen-Datensatz trotzdem im Ergebnis, weil alle Datensätze der linken Seite, unabhängig davon, ob sie verbunden sind oder nicht, im Ergebnis erscheinen. Aber dadurch, dass dieser Hansen-Datensatz keine Entsprechung in der Einschreibungstabelle hat, ist hier quasi, steht hier ein Nullwert. Ja, also nichts. Neben den Equi-Joins, also Joins, bei denen die Verbundbedingung über die Gleichheitsrelation gebildet wird, kann man auch sogenannte Theta-Joins bilden. Das sind Joins, bei denen die Verbundbedingung ein größer ist, ein kleiner ist, ein größer gleich, kleiner gleich, ungleich ist. Alles ist möglich. Ja? Also Sie sehen hier, die Konstruktion ist wieder die gleiche. Wir haben Select from Inner Join something, irgendwas. Und jetzt haben wir nicht die Matrikelnummer ist gleich der Matrikelnummer, sondern von dem Studiengang Matrikelnummer soll größer sein von der Einschreibung der Matrikelnummer. Ja. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt mal diesen Svensson-Datensatz hernehmen, gibt es hier in der rechten Tabelle einen Datensatz, bei dem die Matrikelnummer von Svensson größer ist als die Matrikelnummer von irgendeinem von diesen hier? Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt keinen. Ja? Deswegen erscheint Svensson nicht im Ergebnis. Sie sehen, Svensson ist hier nicht drin. Wenn wir jetzt Clausen nehmen als Datensatz, dann ist Clausen, also mit der 102 hier, größer als der Jensen. Ja, deswegen ist der Clausen hier, ich hätte das mal sortieren sollen. Deswegen sehen Sie hier den Clausen, ist ein einziges Mal hier drin. Dann nehmen wir den Jensen. Der Jensen ist größer als sozusagen als diese beiden.
Ja, also ist der Jensen hier zweimal drin. Ja, und der Hansen ist sogar dreimal drin, weil er größer ist als alle anderen. Diese Abfrage selber hier hat jetzt keinen inhaltlichen Mehrwert, die macht nicht viel Sinn. Sie soll jetzt nur demonstrieren die Funktionsweise des Joins, wenn ich hier einen größeren Operator nehme statt einem gleich Operator. Ja? Dann gibt es die Self-Joins. Das ist also die Verbindung einer Tabelle mit sich selbst. Und das müssen wir ja tun können, wenn eine Fremdschlüssel auf die eigene Tabelle verweist, weil wir ja dann im Grunde genommen die Tabelle zweimal, dieselbe Tabelle zweimal in einer SQL-Anweisung benötigen. Ja. Also wir schauen uns mal hier an. Also ich habe jetzt hier wieder so ein Left Join gemacht. Und zwar der Tabelle Veranstaltung, und das habe ich jetzt V1 genannt, mit sich selbst, also Veranstaltung. Und dann ist es aber ganz wichtig, dann müssen Sie einen anderen Alias-Namen geben, damit man das in einer Tabelle verbinden kann. Ja, das heißt, wir haben jetzt zweimal die Tabelle Veranstaltung miteinander verbunden. Und zwar sagen wir, dass V1 Punkt Voraussetzung, ja, soll gleich V2 der Primärschlüssel, also Veranstaltungsnummer sein. Darüber wird das miteinander verbunden und wir können uns das einfach mal anschauen. Also wenn wir mal diesen Datensatz hier nehmen, DB-Anwendungssysteme, ja, den nehme ich jetzt hier, der soll jetzt hier mein V1 sein, ja. Den join ich jetzt mit wieder mit dieser Veranstaltungstabelle und zwar so, dass von diesem DB-Anwendungssystem die Voraussetzung, das ist hier die 99002, also V1 Voraussetzung, also V1 war ja in diesem Falle jetzt, da haben wir jetzt diesen Datensatz und Anwendungssysteme mal genommen. Und wenn ich von diesen die Voraussetzung nehme, also die 99002, dann soll das gleich von dieser rangejointen Tabelle V2 der Primärschlüssel sein. Das ist Datenbanktechnologien. Das heißt, wir finden hier eine Verbindung. Das ist aber auch die einzige Verbindung, die es dann gibt. Und dann steht hier Datenbankanwendungssysteme. Und wir nehmen ja dann jeweils die, Sie sehen, dass wir die Bezeichnung hier ausgeben, V2-Bezeichnung, V1-Bezeichnung, V2-Bezeichnung. Und dann sehen wir hier, Anwendungssysteme hängen von Datenbanktechnologien ab. Wenn wir uns diesen Datensatz hier nehmen, Datenbanktechnologien, wenn das jetzt unser V1 ist, dann joinen wir den mit der 99001, also mit der Datenmodellierung. Das bedeutet Datenbanktechnologie, Datenmodellierung. Wenn wir dagegen diesen Datensatz hier nehmen, dann ist die Voraussetzung hier ein Nullwert. Wenn wir jetzt irgendwas mit ist gleich Null machen, dann kommt da nie True bei heraus. Dann ist das sozusagen immer Unknown und das ist auf jeden Fall nicht True. Deswegen gibt es hier keinen Datensatz, der hier in Verbindung steht, aber dadurch, dass wir einen Left Join hier haben, ist aber dieser Datensatz Datenmodellierung trotzdem im Ergebnis. Aber der hat natürlich jetzt hier keine Vorkenntnis, die hier irgendwie erforderlich ist. Ja? Und das ist im Grunde genommen genau das Ergebnis, was wir letztendlich auch haben wollten. Das war also der Self Join. Damit haben wir den Join durch. Sind noch irgendwelche Fragen von Ihrer Seite zum Join? Dann können wir zu den Aggregationen übergehen. Und der Hintergrund war ja der, dass wir mehrere Datensätze aus der Detailebene zu einem einzelnen Datensatz auf der aggregierten Ebene zusammenfassen können und wir die Spaltenwerte der beteiligten Datensätze dann mittels einer Aggregationsfunktion, wie zum Beispiel Average Count und so weiter, dann zusammenfassen können. Schauen wir uns das an. Also, wir nehmen jetzt also diese Bewertungstabelle und Sie sehen jetzt hier die Abfrage, Select irgendwas.
Wir nehmen die Tabelle Bewertung und wir gruppieren es nach der Veranstaltungsnummer. Das heißt, wir bilden jetzt pro Veranstaltung hier eine einzige Gruppe. Das heißt, die 99001 Gruppe enthält diesen Datensatz, den dritten Datensatz hier und den letzten Datensatz. Es sind also drei Datensätze drin. Die 99002 Gruppe enthält diesen Datensatz und hat zwei Datensätze und die 99003 hat nur einen einzigen Datensatz. Das heißt, für jede Gruppe mit den entsprechenden Datensätzen, die da drin enthalten sind, für jede Gruppe geben wir jetzt Folgendes aus. Die Nummer selber, das ist das, wonach wir gruppieren, also die Veranstaltungsnummer. Das ist die Gruppe in dem Sinne. Dann die Durchschnittsnote, also die Durchschnittsnote pro Gruppe. Die schlechteste Note, also Maxnote. Und pro Veranstaltung und die beste Note, nehmen wir Note. Ja, das ist also die Funktionsweise der Gruppierung. Die Detaildatensätze werden die Tabelle mit den Detaildatensätzen wird partitioniert, also aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Und für jede Gruppe werden alle die Datensätze in dieser einen Gruppe genommen und mit einer Aggregationsfunktion zu einem Zieldatensatz zusammengedampft. Wenn man gruppiert, kann man auch Bedingungen auf Gruppen formulieren. Die sind im Gegensatz zu den Bedingungen auf den Einzeldatensätzen zu sehen. Während sich also alles das, was wir in der Where-Bedingung haben, sich auf jeden einzelnen Datensatz bezieht, bezieht sich das, was wir in der Having-Klausel haben, also hinter dem Schlüsselwort Having, auf die Gruppen. Also wir nehmen wieder unser Beispiel von vorhin. Wir haben also von der vorherigen Folie. Wir haben also die Tabelle Bewertung. Wir gruppieren wieder nach der Veranstaltungsnummer. Und jetzt möchten wir, was weiß ich, aus Gründen der Anonymisierung, möchten wir nur solche Gruppen haben, also nur solche Veranstaltungen, wo wir mehr als zwei Datensätze haben. Und wenn ich wieder zurückgehe in der Folie, Sie sehen ja, dass hier es drei Gruppen gab, ja, aber nur eine Gruppe, nämlich hier diese 99001, die hat mehr als zwei Datensätze. Ja. Having Count Note größer 2. Das heißt, wir wenden hier auch die Aggregationsfunktion an und sagen dann, dieser aggregierte Wert muss eine bestimmte Bedingung erfüllen. Das waren also die Aggregationen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Unterabfragen. Und man kann Unterabfragen, also die kann man an verschiedenen Stellen innerhalb einer übergeordneten Abfrage platzieren. Aber ganz allgemein kann man eine Unterabfrage als eine Art virtuelle oder abgeleitete Tabelle betrachten. Also wenn wir zum Beispiel uns diese Abfrage hier anschauen, die wir hier haben, da gibt es ja in dem From-Teil hier eine Unterabfrage. Und diese Unterabfrage hier, wenn wir uns die mal so separat betrachten, die nimmt also die Bewertungstabelle und dampft die zusammen, also sie kopiert nach der Veranstaltungsnummer und liefert nur die Veranstaltungsnummer und die Anzahl Bewertungen ab, mehr nicht. Ja. Und noch die Durchschnittsnote. Also im Grunde genommen, auch wenn wir jetzt hier von der Bewertungstabelle ausgehen, wir gruppieren sie nach der Veranstaltungsnummer, im Grunde genommen bauen wir uns hier so eine Art virtuelle Veranstaltungstabelle, in der wir zum Beispiel die Durchschnittswerte schon haben und die Anzahl der Bewertungen. Ja. Und diese virtuelle berechnete Veranstaltungstabelle, die stecken wir jetzt in eine übergeordnete Abfrage hinein. Und diese Tabelle, die selber hier über eine Aggregation, also über eine Gruppierung entstanden ist, ist aber für die übergeordnete Abfrage, wird dann als ganz normale Detailtabelle betrachtet. Und damit sind alle Spalten, die hier drin sind,
können dann darauf zugegriffen werden. Und insbesondere sehen Sie ja hier, dass dieses Count Stern, diese Anzahl Bewertungen, die hier stehen, ja, dass die jetzt in der übergeordneten Abfrage mit einer Where-Bedingung darauf, also verwendet in einer Where-Bedingung verwendet wird, um eben halt eine Bedingung, eine Filterung hier zu formulieren. In Summe macht diese Variante hier genau dasselbe wie diese Variante hier. Ja, die sind also äquivalent. Also man kann dieselbe Informationsanforderungen, dieselbe Analyseanforderungen, die man hat, durchaus auf verschiedenen Wegen erreichen. Ja, und in diesem Falle ist es eben der Fall, dass wenn ich hier rein mit der Aggregierung arbeite oder hier das Ganze in so eine Unterabfrage einpacke und dann aus dem Having Count Note größer 2 dann ein Where Anzahl Bewertung größer 2 mache, dann liefert das letztendlich das gleiche Ergebnis. Das ist also ein bisschen eine Geschmacksfrage, wie man das bauen will. Die Frage, die sich dann stellt, ist, kann ich das immer? Kann ich immer quasi eine Unterabfrage irgendwie eigentlich auch durch eine Aggregation abfackeln? Die Antwort ist nein. In dem Moment, wo Sie Werte unterschiedlicher Aggregationsstufen miteinander kombinieren möchten, brauchen Sie Unterabfragen. Dann geht das nicht mehr. Nur solange sich alle Ergebnisse auf der gleichen Aggregationsstufe befinden und Sie auch zwischendrin nicht irgendwie auf unterschiedlichen Aggregationsebenen arbeiten müssen, dann kann man das eine äquivalent in das andere umformen. Ich hatte ja gesagt, dass die Unterabfragen durchaus in verschiedenen Positionen innerhalb der übergeordneten Abfragen auftauchen können. Und hier sehen wir ein Beispiel für eine Unterabfrage in einer Bedingung. Und hier gilt jetzt einfach eine Besonderheit. Also wir schauen uns vielleicht erstmal die Abfrage hier an. Wir sagen Selection von Bewertung, where Note ist kleiner gleich. Dann haben wir eine Unterabfrage, Select Average Note von Bewertung. Und dadurch, dass wir jetzt diese Unterabfrage hier als den linken Teil eines Ausdrucks in einer Where-Klausel haben, dann kann das nur dann funktionieren, wenn diese Unterabfrage eine sogenannte degenerierte Tabelle abliefert, nämlich eine Tabelle mit einer Zeile und einer Spalte. Wenn wir uns das anschauen, Select Average Note von Bewertung, sehen wir natürlich sofort, dass das auch der Fall ist. Denn ich hab hier kein Group By, das heißt, die komplette Tabelle wird zu einem Datensatz zusammengedampft und ich habe nur eine einzige Spalte und in diesem Falle bilde ich den Mittelwert. Und deswegen fungiert diese Unterabfrage also als eine Art Wertberechnung, die ich dann in der übergeordneten Abfrage auch an Wertpositionen dann beliebig einsetzen kann. Und hiermit habe ich jetzt im Grunde genommen kriege ich jetzt alle Noten, die besser sind als der Durchschnitt. Ja. Das hier würden Sie jetzt eben nicht mehr über eine Aggregation abbilden können, weil ich ja einerseits Noten auf der Detailebene ausgebe, aber andererseits Noten auch auf der aggregierten Ebene für die Bedingung hier brauche. Ja. Hier haben wir also eine Mischung beider Aggregationsstufen und deswegen wird jetzt hier auch die Unterabfrage dann benötigt. Das würde jetzt nicht anders möglich sein. Das Ganze kann man noch ein bisschen komplizierter gestalten. Nämlich sogenannte korrelierte Unterabfragen in Bedingungen kann man formulieren. Und zwar dieses Beispiel, was ich vorher diskutiert habe, das liefert uns ja alle die Noten, die besser sind oder mindestens gleich gut wie der Durchschnitt über alle Noten, also unabhängig von der Lehrveranstaltung. Wenn ich aber jetzt die Datensätze haben möchte, pro Lehrveranstaltung, die besser als der Durchschnitt innerhalb dieser Lehrveranstaltung sind, dann muss ich ja hier eine kompliziertere, habe ich ja hier eine komplexere Struktur natürlich, jetzt in der Bedingung. Und das kann man eben halt über eine sogenannte korrelierte Unterabfrage abbilden. Konzentrieren wir uns erstmal hier auf die Abfrage. Ja? Also wir geben wieder irgendwelche Bewertungsdatensätze aus. Also es ist hier diese Ausgabe hier, die Bewertungsdatensätze.
Und jetzt die Note. Und die Bedingung für die Note ist jetzt ein bisschen komplexer als vorher. Und zwar nehme ich, in diesem Fall habe ich jetzt nicht den Durchschnitt, sondern ich nehme jetzt die Min-Note. Ja? Und zwar, ich nehme sozusagen, das sind eigentlich im Grunde die besten Pro-Lehr-Veranstaltungen, die ich jetzt hier raussuche, wenn man sich das genau anschaut. Dann ist es so, dass ich das Minimum der Note nehme von der Bewertungstabelle, aber ich nehme nicht das Minimum von der gesamten Bewertungstabelle, sondern nur für eine gefilterte Version dieser Bewertungstabelle, nämlich ich nehme die Datensätze aus der Bewertungstabelle, also B2, VNR, die mit der Veranstaltungsnummer aus der übergeordneten Abfrage übereinstimmen. Das bedeutet im Ergebnis, dass diese Unterabfrage sich alle Bewertungen aus der gleichen Lehrveranstaltung nimmt und davon das Minimum und das dann mit den Dingen dann hier vergleicht. Ja? So, schauen wir uns das an hier. Die Zeilen der Unterabfragen beziehen sich auf die Zeilen der Oberabfrage. Also die Oberabfrage hier, die geht durch alle Bewertungen durch. Also ich fange zum Beispiel hier an mit dieser Zeile hier. Und dann nehme ich in der Unterabfrage, nehme ich jetzt nochmal wieder die Bewertungstabelle, nehme aber alle die Datensätze, wo die Veranstaltungsnummer übereinstimmt, also 99001 hat, und davon nehme ich das Minimum der Note. Und die, bei denen also dieses Minimum dieser Note, bei denen die Note mit dem Minimum der Note der Veranstaltung übereinstimmt, die erscheinen im Ergebnis. Ja? Das ist also, tatsächlich habe ich die Charakterisierung der Abfrage war nicht ganz korrekt. Ich nehme nicht die der jeweiligen Veranstaltungen, die mit dem Minimum übereinstimmen, sondern ich nehme alle im Grunde genommen, die mit dem Minimum übereinstimmen. Ja? Obwohl, nee, das Ergebnis hier ist eigentlich auch eindeutig. Pro Veranstaltung habe ich nur einen. Aber das spielt jetzt nicht unbedingt auch keine Rolle. Wichtig ist jetzt, dass Sie diesen Zusammenhang hier erkennen, dass ich die Bewertungstabelle hier in der Unterabfrage entsprechend filtere, um das in der übergeordneten für die Bedingung benutzen zu können. Und was man auch machen kann, ist, man kann die korrelierte Unterabfrage in der Ausgabespalte haben, sodass man in der Ausgabespalte dann die aggregierte und nicht aggregierten Werte miteinander verbinden kann. Also orientieren wir uns erstmal wieder. Wir haben in der übergeordneten Abfrage wieder die Bewertungstabelle, die wir nach der Veranstaltung, nee, wir haben einfach nur die Bewertungstabelle, sorry. Und wir geben aus die Veranstaltungsnummer und wir geben jeweils die Note aus von diesem Bewertungsdatensatz. Ja, Veranstaltungsnummer, Note. Und was wir aber auch noch ausgeben ist, dass wir für diesen Bewertungsdatensatz, über den wir jetzt hier gerade reden, dass wir uns alle die Bewertungen herausfiltern, die zur gleichen Veranstaltung sind und davon den Mittelwert bilden. Und damit sehen Sie jetzt, dass wir einerseits hier, wenn ich die Note betrachte, das ist genau hier das sind genau die Dinge in der Ausgangstabelle. Leider jetzt anders sortiert hier. Das hängt immer mit den, na, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie ich die Folien gebildet habe hier. Aber wenn Sie sich das anschauen hier, ja, ist es die gleiche Tabelle hier, ja. Sind es hier die gleichen Dinge. Weil ich so ein Order bei hier gemacht habe, deswegen sieht es hier anders aus. Und, aber zusätzlich ist auch noch der aggregierte Wert, also die Durchschnittsnote der jeweiligen Veranstaltung, wird sozusagen da als zusätzliche Information geliefert. Das heißt, wir sehen, der hatte eine 1 und die Durchschnittsnote war hier eine 2. Also ist er besser als der Durchschnitt. Hier schlechter als der Durchschnitt, besser als der Durchschnitt, schlechter als der Durchschnitt, genau den Durchschnitt. Ja. So, jetzt kommen
Ein paar weitere Konstrukte, SQL-Konstrukte, die ich letztes Semester nicht, doch, das Endprädikat haben wir auch gemacht. Es kommen also weitere Konstrukte, von denen einige ich letzten Semester gemacht habe, aber wir werden auch noch neuere Konstrukte kennenlernen, die ich also im letzten Semester nicht gemacht habe. Also schauen wir uns mal an, was wir denn hier vor uns haben. Also wir gehen also mal wieder hier auf die Query. Wir haben also eine übergeordnete Tabelle, das wäre die Bewertungstabelle. Und wir haben eine Unterabfrage in der Bedingung. Und zwar, wir wollen die Matrikelnummern nur betrachten von den Studierenden. Wir holen also die Matrikelnummern aus der Einschreibungstabelle raus, die aus dem Studiengang Wirtschaftsinformatik sind. Ja, Sie sehen also, wir nehmen die Einschreibungsdatensätze und joinen sie. Sie sehen nämlich hier B-Matrikelnummer, das ist die übergeordnete Tabelle, also ist auch wieder so eine korrelierte Unterabfrage. Wir nehmen von der Einschreibung die Matrikelnummer. Also wir schauen uns die Einschreibungen, die zu diesen Bewertungen gehören, an. Nehmen uns alle die, die zur Wirtschaftsinformatik gehören. Das wäre jetzt hier nur die 55001. Das ist die einzige, ja. Und die Bewertungsdatensätze, die zu Leuten aus der Wirtschaftsinformatik gehören, das sind in diesem Falle, weil es hier nur einen von der Wirtschaftsinformatik gibt, aber es gibt hier zwei Bewertungen dazu, sind diese beiden Bewertungsdatensätze. Wenn es noch mehrere Studierende in der Wirtschaftsinformatik gäbe, dann würden auch hier noch mehrere im Ergebnis rauskommen. Also was wir hier abgeliefert bekommen, ist im Grunde genommen jetzt nicht mehr eine lehrveranstaltungsartige Betrachtung der Daten, sondern eine studiengangsorientierte Betrachtung der Daten. Ja. Aber das Wichtige ist, dass wir das Schlüsselwort in haben. Das heißt, wir haben eine Spalte und in der Unterabfrage liefern wir eine Liste von Werten ab. Also die Unterabfrage, die darf auch nur eine einzige Spalte besitzen, aber sie darf mehrere Datensätze haben. Und durch das In-Prädikat ist das dann möglich. Dann schauen wir uns an das All-Prädikat. Das haben wir letztes Semester noch nicht gehabt. Da ist es auch so, dass die Unterabfrage eine Liste von Werten liefern muss und die Bedingung muss für alle Werte der Liste gelten. Ja, und hier ist es quasi, wir nehmen aus der Bewertungstabelle alle die Noten heraus, die kleiner sind als alle Noten der Bewertungstabelle. Kleiner gleich. Also ich nehme hier jeden einzelnen Datensatz und für jeden einzelnen Datensatz gucke ich mir jetzt nochmal wieder alle Datensätze an und der Wert dieser Note muss kleiner gleich aller hier sein. Und das trifft natürlich nur für den kleinsten hier zu. Der ist nur kleiner gleich alle anderen. Ja, deswegen kriege ich hier den mit der kleinsten Note dann im Grunde genommen heraus. Ja. Dann haben wir das Sum-Prädikat. Auch hier muss das Prädikat muss die Unterfrage eine Liste von Werten liefern. Und die Bedingung muss mindestens für einen Wert der Liste gelten. Während All muss also sozusagen, es muss etwas für alle gelten, ist dieses Sum-Prädikat, also dieses All, das entspricht, wenn Sie vielleicht nochmal an der Mathematik zurückdenken, da gibt es diese Logik, das ist der sogenannte Allquantor, der hier im Grunde genommen eine Rolle spielt. Und dieses Sum entspricht dem Existenzquantor aus der Logik. Es muss also wenn es irgendeiner existiert, den es da gibt, dazu gibt, dann ist es schon okay. Ja, okay, werfen wir nochmal wieder unser Hirn an und schauen, was wir jetzt hier vor uns haben. Also wir nehmen wieder Bewertungsdatensätze und jetzt nehmen wir
alle die Noten, für die es irgendeine Note gibt, die diese Bedingung erfüllt. Und zwar, wir holen uns die Note, wenn Sie es anschauen, wir machen die Bewertung, wir joinen das mit den Einschreibungen und wir nehmen die WM-Leute. Und das heißt, wir nehmen jetzt im Grunde genommen hier alle Noten von Wirtschaftsmathematik-Leuten, egal in welchem Fach die gemacht haben. Und wenn eine Bewertung mit irgendeiner Note übereinstimmt von einer Wirtschaftsmathematik-Note, dann kommt das im Ergebnis heraus. Ja? Und schauen wir uns das hier mal an. Wir haben jetzt hier, wer ist denn in Wirtschaftsmathematik? Müssen wir mal kurz nochmal wieder gucken. Ups, ganz zu Anfang. Wer war in Wirtschaftsmathematik? Das war die 50103. Also es ist die 50103, ja, die 50103, da haben wir nur einen Bewertungsdatensatz hier, nämlich die 2,7. Und alle Noten, die gleich 2,7 sind, alle die Datensätze erscheinen im Ergebnis. Das ist einmal er selber hier, die 51003, aber es gibt hier noch einen anderen Studiengang, gibt es hier noch auch noch einen mit einer 2,7. Ja? Und der erscheint dann ebenfalls hier im Ergebnis. Ja? Das ist also das ZAM. Also ich empfehle Ihnen einfach im Nachgang hier im Laufe der Woche dann vielleicht nochmal wieder sich mit der Oracle-Datenbank zu connecten und die Dinge nochmal wieder auszuführen und dann nochmal gedanklich nachzuvollziehen. Ja? Das ist jetzt, diese Dinge, die ich jetzt hier mache, das ist jetzt relativ schnell jetzt für Sie. Da muss man nochmal in Ruhe drüber nachdenken, um dann diese auch wirklich zu ja, nachvollziehen zu können. Ja, das schafft man meistens nicht bei einmal draufschauen und einmal erklären lassen. Die sind schon doch schon ein bisschen komplexer. Und dann habe ich hier noch eine ganz fette Query gebaut. Ich habe jetzt, muss ich selber noch mal überlegen, was ich mir dazu gedacht habe. Aber wir können uns das jetzt hier mal anschauen. Und zwar habe ich hier ein sogenanntes Exist-Prädikat. Ja, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Exist-Quantor, der wurde durch dieses Sum-Prädikat geliefert. Das Exist-Prädikat ist nochmal was anderes. Und zwar trifft die Bedingung, trifft zu, wenn unter Abfrage mindestens ein Datensatz liefert. Der Inhalt des Datensatzes ist unerheblich. Ja, schauen wir uns mal, versuchen wir uns mal zu erschließen, was jetzt diese Query uns so liefert. Also erstmal habe ich ja hier diese Common Table Expression verwendet, indem ich quasi so eine Unterabfrage, der selber innerhalb dieser übergeordneten Abfrage einen Namen gebe. Und zwar habe ich hier D-Not Stud, das wird wahrscheinlich Durchschnittsnote pro Student heißen. Schauen wir uns das hier an. Ich nehme die Bewertungsdatensätze, ich gruppiere sie nach der Matrikelnummer, also ich gruppiere nach den Studierenden und nehme dann die Durchschnittsnote. Das ist also die Durchschnittsnote pro Studierenden, also unabhängig jetzt von der Lehrveranstaltung. Ja? Und diese Tabelle, die ich jetzt hier gebildet habe, also wo die Durchschnittsnoten pro Studierende drin sind, ja, die verwende ich jetzt. Und zwar ist das ja die übergeordnete Tabelle jetzt hier für diese Unterabfrage. Und zwar sage ich, gib mir alle diese Studentendatensätze raus mit ihren Durchschnitten, für die folgende Abfrage ein Ergebnis liefert, also wofür folgender Datensatz existiert. Und zwar nehme ich alle nochmal wieder die Durchschnittsnoten von den Studierenden, wo die Durchschnittsnote von dem ersten Studierenden kleiner als die Durchschnittsnote von dem zweiten Studierenden sind. Und das bedeutet, dass ich in diesem Falle die Studierenden bekomme, die die besten Durchschnittsnoten haben. Jetzt muss ich mal schauen. Da dürfte es ja eigentlich nicht zwei geben, wenn ich mir das so richtig überlege.
Ach so, nee, das ist noch was anderes. Es ist quasi, weil ja hier ein Exist ist, bedeutet das, ich gebe die aus. Wo es noch jemand mit einer schlechteren Durchschnittsnote gibt. Ja, okay, gebe ich zu, ist ein bisschen abgefahren hier, die Query. Das sind die nicht die schlechtesten Durchschnittsnoten haben. Ja? Ist vielleicht inhaltlich jetzt auch nicht so prickelnd, aber das macht natürlich nochmal wieder deutlich, welche Komplexität an Fragestellungen man innerhalb von SQL auch tatsächlich abbilden kann. Also, was jetzt hier dahinter sich verbirgt, ist quasi, sobald ich einen finde, der eben halt noch eine schlechtere Durchschnittsnote hat als ich, also als dieser Datensatz, an den Studenten, um den es geht, ja, dann wird dieser Studentendatensatz ausgegeben. Ja? Und das kann man hier auch ganz gut erkennen, weil nämlich es gibt diesen 51.003, der hat nur eine einzige Note, und das ist natürlich auch die Durchschnittsnote, die er dann hat, und das ist die 2,7. Und die 51.101 hat eine 1,15 und die 102 eine 2,67, deswegen tauchen die beiden im Ergebnis auf, weil es da noch jemanden gibt, der schlechter ist.